Hallo, liebe Camper. Ich möchte euch heute hier in meiner Werkstatt ein Ahorn vorstellen. Also, ich möchte euch weniger das Fahrzeug vorstellen, weil das werdet ihr ja wahrscheinlich alle kennen. Das ist ein schöner Alkoven, nagelneu, hat gerade mal 200 Kilometer drauf. Aber was ich euch zeigen möchte, ist, wir haben heute hier so kleine Umbauarbeiten gemacht. Ich nehme euch jetzt einmal mit hoch, dann schauen wir uns erst einmal das Dach an. Wir haben hier zwei Solarplatten verbaut. Zwei Solarplatten mit 150 Watt. Haben wir hier mit einer schönen Dachdurchführung, Kabelkanal sauber verlegt, alles schön geprimert und anständig verklebt. Die Materialien hatte der Kunde mitgebracht, die hat er schon selber gehabt. Daher auch die Kabelführung so, beziehungsweise die zwei getrennten Kabel von den Solarplatten, weil das war alles schon so vorgegeben. Dann haben wir zu diesen zwei Solarplatten, nehme ich euch einmal wieder mit runter, die haben wir auch noch Platz, also hier könnte man auch noch mal eine dritte herbauen und eine vierte herbauen und davon haben wir auch noch Platz für eventuell mal eine Satzschüssel oder was noch alles hier aufs Dach verbaut werden soll. Warum hat es der Kunde gemacht? Das ist eine junge Familie, die sich entschieden haben, kurzerhand ihr Leben zu verändern für ein Jahr. Die haben einen kleinen Sohn und die werden jetzt mal für geplant ein Jahr ins Wohnmobil ziehen. Und darum haben wir hier auch entsprechend ein paar Arbeiten gemacht. Zum einen haben wir hier die Toilette rausgebaut, denn die Familie hat sich für eine Trockentrenntoilette entschieden. Das zeige ich euch gleich, wie es dann von innen ausschaut. Hier war vorher die Kassette drin, das haben wir natürlich zugemacht. Sieht jetzt so aus. Und dann haben wir natürlich auch noch, jetzt hole ich mal ganz kurz schnell noch Licht, damit wir das richtig sehen. Dann haben wir nämlich auch noch entsprechend Solar, haben wir ja verbaut, habe ich schon gesagt. Dazu natürlich auch einen anständigen MPPT-Regler. Aber hier haben wir auch noch einen tollen Lithium-Akku verbaut. Das sehen wir hier, hat auch der Kunde dabei gehabt. Da hinten oben haben wir den MPPT-Regler verbaut von Victron. Und dann haben wir hier noch auch vom Kunde dabei einen Wechselrichter verbaut. Zum Wechselrichter allerdings möchte ich jetzt noch was dazu sagen. Das ist ein Sinuswechselrichter mit 1000 Watt. Zum Gerät als solches kann ich nicht viel sagen, hat der Kunde dabei gehabt. Aber hier oben haben wir noch eine, ein bisschen unscharf. So, jetzt haben wir noch eine Netzvorrangsschaltung, sprich Netzumschaltung. Was ist das? Also wenn wir hier bei uns in der Werkstatt einen Wechselrichter verbauen, dann immer auf die Art und Weise, dass alle vorhandenen Steckdosen mit 220 Volt versorgt werden im Fahrzeug. Außer natürlich der Kühlschrank und das Ladegerät. Das müssen wir natürlich vom Netzwerk ausklammern und deswegen brauchen wir dann eine Netzumschaltung, dass wenn hier der Strom angesteckt wird, der Wechselrichter an ist, dann das Netzwerk hier vom Landstrom Vorrang hat und dementsprechend umschaltet, weil sonst würden ja zwei Stromfaktoren zusammenlaufen. Und wenn wir hier auf Landstrom sind, dann wird auch der Kühlschrank und das Ladegerät natürlich mit 220 Volt betrieben. Wenn wir den Strecker jetzt rausziehen, dann haben wir nur noch 220 Volt auf den Steckdosen innen drin, aber nicht mehr am Kühlschrank anliegen und am Ladegerät, was ja auch total sinnlos wäre. Genau, das haben wir verbaut. Und jetzt nehme ich euch mal mit rein und zeige euch mal die Toilette, wie das ausschaut, was wir verbaut haben. Laufen wir hier mal rum. Gehen wir hier mal rein. Machen wir es uns mal gemütlich. Machen wir mal die ganzen Lichtquellen an hier, damit wir auch was sehen.
So, so schaut das Fahrzeug von innen aus. Hierzu noch kurz. Da hinten haben wir natürlich noch zusätzlich, der rechte Kasten davon, einen FI verbaut. Muss man ja, wenn man nach dem Wechselrichter die 220 Volt rausführen, dazu brauchen wir dann auch noch einen FI, damit es dementsprechend auch safe ist. So, dann gehen wir mal hier hinter kurz. Und hier haben wir die Trockentrenntoilette. Das schaut dann so aus. Die Kassette rausgemacht. Hier oben haben wir einen Deckel drauf gemacht, mit dem Schalter verbaut, weil die Trockentrenntoilette hat einen kleinen 12 Volt Ventilator, wo da die Luft rausgezogen wird. Machen wir mal. Deckel auf. So, so schaut es aus. Ja, kann man die Brille hochheben. Alles perfekt. Mit Softclose, damit der Klodeckel nicht scheppert. Perfekt. Und nächste Woche werden wir hier noch, da kommt das Fahrzeug nochmal zu uns. Da wird dann entsprechend eine Webasto Diesel Standheizung noch dazu verbaut, also Luftheizung. Die bauen wir auch noch ein. Die werden wir hier unterm Sitz verbauen, damit hier unten noch eine Ausstrahlmöglichkeit ist. Ja, und dann kann das Fahrzeug loslegen. Dann ist es bereit für die große Tour. Ich hätte schon fast gesagt, einmal um die Welt fahren, aber ein Jahr lang hier leben. Schaut schick aus. Ich glaube, da lässt es auch schön leben. Und ich bin mal gespannt, was da für Geschichten noch kommen. Ich hoffe, die Familie nimmt uns ein bisschen mit. Schaut richtig schick aus. Genau, das sind die Umbauten, die wir gemacht haben. Und für nächste Woche würde ich euch nochmal mitnehmen für die Webasto Diesel-Luftheizung, die werde ich auch nochmal zeigen. Und in diesem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich weiter für die Abonnenten und freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Abonnent dazustößt und versuche auch hier immer wieder informative Neuigkeiten aus unserer Werkstatt zu bringen, um euch hier ein bisschen mitzunehmen und mei, vielleicht entdeckt jemand was für sich oder ist ja auch ganz interessant. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Über ein Like würde ich mich freuen, über eine Abo würde ich mich natürlich weiterhin freuen und bis dahin alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss!